Du bist auf der Suche nach dem Druiden Nullanell? Nun, deine Suche hat ein Ende. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, Izumi Yan hat dich gebeten, mich aufzusuchen, um mehr über das Element Erde zu erfahren. Das freut mich. Die Kraft der Erde ist das solide Fundament eines jeden Druiden. Ich könnte dir tagelang etwas über seine Varianten und Eigenschaften erzählen. Aber als Abenteurerin hast du vermutlich keine Zeit, um so lange hier zu verweilen. Stattdessen solltest du die Qualitäten der Erde am eigenen Leib durch den Kampf erfahren. Eve, ich habe folgenden Auftrag für dich. Suche östlich von hier in der Nähe der Flüsterhainstallung nach einem Fleckchen Erde, das Sporen der Verdorbenheit aufweist. Benutze die einzigartigen Sinne einer Druidin und versuche, diese Wunde der Erde Gestalt annehmen zu lassen. Darauf sollte das verdorbene Wesen erscheinen. Ach, das ist bestimmt das, was wir mal vor ein paar Folgen gesehen haben. Dass sich an einer solchen Wunde labt. Besiege es mit deiner animistischen Magie und stelle den natürlichen Fluss der Energie wieder her. Während dieser Begegnung wird dir das Leben der Erde bewusster werden. Gehe fort, Eve, und erweitere deinen Geist. Okay. Was ist das, ne? Riechende... Nee, Moment. Ach so, da, der Flüsterhain. Das Flüsterhain. Der Flüsterhain. Ist das jetzt da oben? Fast so außen. Wie komme ich denn da hoch? Rechts, links, keine Ahnung. Hier scheint ein Weg rumzuführen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Nee, hier scheint eigentlich nur Wasser rumzuführen. Okay, dann probieren wir es mal von der anderen Seite aus. Die ganzen Schattenmelden durch. Geh weg. Ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass der Flüsterhain mitten am Wasser liegt. Deswegen. Oh nein, da oben sehe ich aber was. Das sieht gut aus. Guten Tag. Verdorbene Erde untersuchen. Wo finden wir die denn? Ja, genau. Das ist doch hier, wo wir schon mal waren. Das muss ich jetzt untersuchen? Ja. Und nun? Jetzt muss ich kämpfen. Okay, sag das doch. Gar keine Verteidigung irgendwie, aber egal. So, jetzt muss ich im Bericht erstatten. Also gehen wir wieder zurück. Was war denn das gerade für eine Vogelscheuche? Können wir jetzt hier runterspringen eventuell? Aber es ist wahrscheinlich zu hoch, oder? Wenn ich da jetzt runterstürze, wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, doch, hier können wir so ein bisschen abkürzen. Zack. Hallo, Nullanell. Nullanell. Was für ein Name. Willkommen zurück, Eve. Die Gebieter flüstern mir von deinen Erfolgen. Was war das für ein Gefühl, der Verkörperung der Erde gegenüberzustehen, dessen Ansturm zu überstehen? Hat die vernichtende Kraft dieses Elements dich bis ins Mark erschüttert? Eigentlich nicht. Diese verdorbenen Flecken entstehen, wenn die natürliche Ordnung verloren geht. Aber durch das Besiegen des unreinen Exergons hast du den Fluss der Energien wiederhergestellt. Spürst du, wie die Kraft in die Erde zurückkehrt? Das Land wurde durch deine Taten geheilt. Das Feld wird bald wieder reichhaltige Ernte einbringen. Wenn du dich das nächste Mal der Kunst der Druiden hingibst, denke an diese Aufgabe und daran, was du hier geleistet hast, zurück. Erlebe einmal mehr die erdrückende Macht der Erde und labe dich an der Erinnerung an den wiederhergestellten Energiefluss. Dadurch wird dein Verständnis der Natur weiter zunehmen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Sylphie.
voll paralysiert. Diese Abenteurerin hat den weiten Weg von der Grotte der versunkenen Gedanken auf sich genommen, um eine wichtige Lektion zu lernen. Du sollst dir ein Beispiel an Ifir nehmen. Wenn du eine Druidin werden möchtest, die diesen Namen auch verdient, dann musst du dich bemühen, die Natur zu studieren. Hörst du mir zu, junge Dame? Warum sollte ich mich mit dem Lernen herumschlagen? Ich brauche kein Wissen über die Natur, um eine Druidin zu sein. Okay, sie hat es eindeutig nicht verstanden. Siehst du? Sylphie, du hast eine seltene Gabe für die Heilung. Eine wundervolle Gabe. Aber es gehört mehr dazu, ein Druide zu sein, als... Aber ich will nicht mehr sein. Ich möchte heilen. Ich bin gut im Heilen. Du kannst mich nicht zwingen, diese anderen Sachen zu tun. Manchmal frage ich mich, warum ich es überhaupt versuche. Sylphie ist kurz vor dir in unsere Gilde getreten. Sie hat eine große Begabung dafür, Heilzauber zu weben. Sie übertrifft darin sogar einige unserer erfahrensten Brüder. Leider will sie sich nun überhaupt nicht mit der Grundlage der animistischen Magie beschäftigen, der Natur. Alles, was sie macht, ist nach Lust und Laune Wunden zu versorgen. Doch zurück zu dir. Ich habe dir gesagt, was du über das Element Erde wissen musst. Du kannst nun zu Esumiyan zurückkehren. Ja, ich würde sagen, dass ich dann auch wirklich mal eben, voll das Deutsch, mich auf den Weg mache und wieder zurückkehre und das Ganze dann aber etwas rausschneiden werde. Oder auch nicht. Müssen wir die beiden Sachen hier nur abgeben? Irrläuse. Achso, nee, das ist nur das abgeben und dann... Naja, gut, dann laufe ich da doch nochmal eben schnell hin. Ich habe gedacht, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, aber naja, wenn wir jetzt die eine Quest natürlich hier vorne auch direkt mit abgeben können, ist das natürlich besser. Und da die ja eh schon so nah ist, ich meine, so lange läuft man jetzt hier nicht. Wenn man denn jetzt noch weiß, wo man ist. Das war aber hier oben, oder? Es ist so dunkel im Wald. Da verirrt man sich so leicht. Hallo? Hä? Wachturm. Soll eigentlich direkt links von mir sein. Ah, hier ist ein Weg. Bei dir gebe ich ab, ne? Wie bitte? Du hast etwas für mich? Ganz tolle, schicke, neu gekillte Ölläuse. Ach nee, ich habe sie nur eingesammelt. Ölläuse als Dankeschön von Bodwina. Das ist ja klasse. Ölläuse sehen zwar etwas eklig aus, aber mich interessieren ihre inneren Werte. Aus ihnen lässt sich ein Öl pressen, das hervorragend zur Waffenpflege geeignet ist. Passenderweise sind unsere Vorräte gerade zur Neige gegangen und wir können den Nachschub gut gebrauchen. Vielen Dank auch an Bodwina. So, hier können wir auch wieder neue Aufträge annehmen, aber ich werde mal eben schnell zu Esumiyan laufen. Das schneide ich dann aber mal eben raus. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich dort angekommen bin, damit das Ganze nicht ganz so lange dauert, wenn wir noch kein Reittier haben. Bis gleich. So, da sind wir. Ah, Eve, du bist von deiner Lehrstunde bei Nolandel zurück. Hast du dich gegen die Erde behauptet und ihre erdrückende Macht erfahren? Ihre lebenserhaltende Energie? Du bist also Sylphie während deiner Lektion begegnet. Und sie hat dich geheilt, sagst du? Ich kann Nolanels Frust wegen dem Mädchen gut verstehen.
Wie du selbst gesehen hast, besitzt Sylphie ein natürliches Talent für die Heilung und das Wiederherstellen. Aber vielleicht ist es gerade diese angeborene Gabe, die sie daran hindert, die Notwendigkeit zu erkennen, mehr über die Natur zu lernen. Sie weiß nichts über die Elemente Erde oder Wind. Sie kann nicht einmal den kleinsten Kiesel oder die sanfteste Brise beschwören. Ich habe mehrfach versucht, ihr zu erklären, dass eine Druidin ohne dieses Wissen gefährlich unvollständig ist. Leider fruchten meine Belehrungen nicht. Aber auch wenn sie es vehement verleugnet, so ist der Bund eines Druiden mit der Natur doch wesentlich. Sollte sie weiterhin den Pfad der Ignoranz beschreiten, könnte der rücksichtslose Einsatz ihrer Kräfte zu einem gefährlichen Ungleichgewicht führen. Eve, vielleicht war deine Begegnung mit Sylphie eine Fügung der Gebieter. Solltest du erneut auf sie treffen, so bitte ich dich, ihr zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich für die Stimme der Natur zu öffnen. Deine Ausbildung jedoch verläuft äußerst zufriedenstellend. Du bist stets gehüllt in die Umarmung der Natur. Nach allem, was du gelernt hast, hoffe ich, dass du die wahre Bedeutung dieser Worte erkennst. Was haben wir denn hier? Maßgeschneiderte Robe der Heilung. Okay. Oder ein neuer Hanfhut. Ich finde das immer so cool. Hanfhut. Der wäre quasi gleich. Ja, der wäre genau gleich. Also gut, das würde uns dann Knochenringen. Ist allerdings erst ab Level 9. Oh, wir haben noch gar keinen. Okay. Bringt uns Intelligenz und Willenskraft dazu. Kupferarmbänder. Das können wir wahrscheinlich auch nicht. Doch, das haben wir. Ab Klasse 8 können wir jetzt also noch nicht anziehen. Gibt es uns auch sehr viel weniger Bonus, muss ich dazu sagen. Das wäre dann auch nicht so gut. Ja, und die Zinnstücke, da geier ich ja drauf, damit ich was mehr Geld bekomme. Plankenschild, was ist das denn? Zimmerer Stufe 1. Grad Dunkelmaterie. Okay. Ich habe keine... Achso, es ist ein Schild. Ah, okay. Druidenwaffe, Ahornzweig. Kann ich die vergleichen? Habe ich überhaupt einen? Doch, ich habe einen verschlissenen Stock. Okay. Da würden wir auf jeden Fall mehr magischen Basiswert dadurch kriegen. Und noch etwas Willenskraft zusätzlich. Ja, dann würde ich doch fast sagen, dass wir... Ach nee, die Waffe kriegen wir ja sowieso. Oh, jetzt geht das wieder los. Okay, dann müssen wir doch nochmal kurz vergleichen. Die ist ab 5. Die kann ich auch tragen. Da kriege ich etwas mehr Verteidigung durch. Keine Ahnung, wie sie aussieht. Zaubertempo ist schneller. Willenskraft. Ja gut, die Intelligenz geht dann um 1 runter. Aber ich bekomme etwas mehr Verteidigung. Das konnte man sich doch auch genau anprobieren. Ja, sieht auch nicht wesentlich besser aus als das, was ich jetzt trage. Aber ich schätze mal, dass wir das dann nehmen müssen. Ich denke mal, das oder vielleicht noch der Knochenring. Aber ab Stufe 9, das dauert halt noch eine ganze Weile. Deswegen, ja, werden wir das jetzt wohl mal... Ahornzweig? Ups. Habe ich nicht gerade eben? Mist. Wo ist denn jetzt hin? Ist das die Kleine hier? Echt? Habe ich denn jetzt gerade wirklich nicht die Robe geholt? Dann habe ich mich jetzt vertan. Dann habe ich falsch geklickt. Ja gut, der ist natürlich auch nicht schlecht. Der verbessert unsere Werte auch ein bisschen und macht uns, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich hoffe, das war jetzt bei dem Zweig hier. Das kann ich jetzt noch nicht machen, weil... Ja, warum eigentlich? Es ist noch gesperrt. Achso, ab Stufe 10 erst. Okay, dann können wir hier bei der Hauptquest leider erst wiederkommen, wenn wir Stufe 10 sind. Das dauert natürlich noch eine Weile. Bis dahin werde ich auf jeden Fall natürlich alles dafür tun, noch ein bisschen größer zu werden. Und die Quests, die ich dann dafür benutze, um weiter zu leveln bis auf Level 10, die werde ich dann natürlich jetzt auch aufnehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und verabschiede mich dann bis zur nächsten Folge. Ciao!